Schau, weg mit dir. Was macht der denn für einen Satz? Der springt wie ein Dreijähriger. Wenn du mich jetzt tötest, ne? Dann ist ganz ehrlich Polen offen, das sag ich dir. So. Okay, haben wir das. Na komm, ich zersäck dich. Krieg ich Munition wenigstens. So, dann haben wir das alles offen. Hervorragend. Ha, ein Spaß. Oh toll, gibt's wieder eine Challenge irgendwo. Wie kriege ich das Ding jetzt auf? Irgendwie muss ich das aufkriegen. Entweder komme ich da von der anderen Seite hin. Ah, ich komme. Hier komme ich hin. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Verstärkter Modus. Raserei. Cheatcode gefunden. Yay. So, ich nehme mal die Waffe gleich hier. Ach komm, leck mich. Wisst ihr was? Ciao. Nein, was? Was killt ihr nicht? Was killt ihr nicht mal? Okay, das muss ich besser timen, glaube ich, mit der BFG. Das killt ihn wirklich nicht. Ja gut, das müssen wir auf die altmodische Art machen. Na gut. Ich frage mich, wie man es in einem Zeitintervall schaffen soll. Ha! Ich würde die geheime Begegnung gern machen, aber irgendwie... Das Zeitintervall ist irgendwie schwierig. War eh vorbei. Wie soll ich denn den töten? Also vor allem innerhalb des Zeitlimits.
Okay. Gut, so ging's. Was lustig ist, weil das hat gar nicht mal so lange gedauert. Aber ich habe einiges einstecken müssen. Aber was soll's. Wir haben kalt gemacht. Sehr schön. Ohne BFG-Einsatz, weil mit der BFG ging's nicht. Das heißt, wir haben einen Schuss mit der BFG noch frei. Ich finde irgendwie, keine Ahnung, die BFG ist so das, das Ding, das macht eigentlich am meisten Spaß, die Knarre, weil du halt wirklich komplette Begegnungen einfach platt machen kannst. Wird die Schmelztiegelklinge entfernt, erhebt sich der Titan erneut. Ah. Drum hat er die Klinge nicht mitgenommen. Drum hat er sie nicht mehr mitgenommen, weil... Oh, warte, das heißt aber... Der gesamte Planet hier ist dem Untergang geweiht. Weil die haben keine Chance gegen... Das heißt, wir opfern jetzt praktisch eine Welt für die andere. Gut, fairerweise muss man sagen, die wollen unseren Planeten platt machen, die wollen unseren Planeten opfern, von daher... Ja. Die Geschichte der Wächter, Teil 11. Doch als der Slayer und die Wächter der Nacht den dämonischen Feind bekämpften, erlaubte ihr Versäumnis, über ihre Pflicht hinauszugehen, dem Hass der Essenz nach den Agenten. Was? Doch als der Slayer und die Wächter der Nacht den dämonischen Feind bekämpften, erlaubte ihr Versäumnis, über ihre Pflicht hinauszugehen, dem Hass der Essenz nach den Agenta zu greifen. Auf einer Mission tief in den tosenden Ozeanen der Unterwelt, wo der Orden der Sechs herrscht, erfuhr eine Gruppe der Wächter der Nacht von den wahren Machenschaften der Kanmaker mit den verwachsenen Bestien. Die Makers hielten vor Wächtern und dem Volk gleichermaßen geheim, dass die Essenz, von der wir in diesem Krieg so abhängig waren, aus dem Geist unserer Brüder und Schwestern bestand, die diesen abscheulichen Kreaturen zum Opfer gefallen waren. Die Wahrheit kam ans Licht, dass alle Wesen, die von der dämonischen Horde getötet wurden, zu Sklaven der Hölle wurden. Ihr Fleisch würde im Laufe der Zeit zu genau jenen Dämonen werden, die wir bekämpfen, und ihre Seelen würden extrahiert, um die Essenz herzustellen, die ihre Welt mit Energie versorgt. Und unsere. Die Opfer waren unsere Gegner, und wir würden der Gegner werden. Mit offenen Mündern standen die Soldaten vor einer Fabrik, die zu diesem Zweck errichtet wurde. Einen Ort, an dem die Körper der Gefallenen verlesen und verarbeitet wurden, an dem Seelen mit dunkler Magie extrahiert wurden. Gigantische Bottiche voller Schmerz und Leid, ätherische Energie, die in schauderhaften Seufzer verlorene Seelen in ewiger Sklaverei transformiert in die Energie, die unseren Kampf gegen das Schattenreich und seine Auswüchse antrieb. Doch noch schlimmer als diese grausige Tatsache wog die Entdeckung der Maschinerie, die hinter dem widerwärtigen Prozess stand, den unsere Gefallenen durchliefen. Die blasphemische Technologie war nicht von Huf und Klaue gefertigt, sondern stammte Agentehand unter dem Befehl der Allmutter. Der Feind hatte uns im Griff, denn unsere Mission war eine Lüge und so konnten wir dem Volk der Agenten nicht unter die Augen treten. Dennoch musste die Ehre der Wächter der Nacht gegen diese Behauptungen verteidigt werden und die Allmutter konnte nicht mehr länger unsere Göttin sein. In verborgenen Korridoren und heimlichen Unterhaltungen fanden die Wächter Gleichgesinnte in ihren Reihen, die der Essenz ebenfalls misstrauten und die dreuende Korruption vorhergesehen hatten. Als die Wahrheit geteilt werden konnte, schlossen sich auch die Zweifler der Revolte der Wächter an und die Kluft zwischen heiligen und unheiligen Agenten wurde immer größer. Ah, drum will sie unbedingt, dass die Erde fällt. Weil sie braucht praktisch dann die getöteten Menschen, braucht sie praktisch, damit sie ihre Energie behält. Beziehungsweise überhaupt die Energie abziehen kann, die sie brauchen, um ihre Macht zu festigen. Oh, das wird der Spaß jetzt hier, hä? Ich will nicht wissen, ich stehe hier gerade völlig falsch. Ich stehe hier auf etwas, worauf ich nicht stehen möchte. So, oh, guck mal. Rätorenanzugspunkt.
So, warte mal, hier ist noch was. Geheimnis gefunden! Marauder! Sehr gut. Na gut, dann kommen wir jetzt bestimmt wieder hoch. Tja, und dann würde ich sagen... Nehmen wir unser Schwert wieder. Oh, toll. Lass mich raten, wir müssen es aufladen erst. In der Stahlkammer findest du alles Nötige. So. Toll. Ich find's lustig, dass die Klinge hier noch drin steckt. Ach. Oder war das sein... Oder war das sein Plan? Oder war das der Plan, dass er ihn nicht komplett aufweckt? Ich bin mir gerade nicht sicher, was sein Plan war. Ob er den bewusst abgebrochen hat oder ob er es abbrechen musste. Pharah hier! So. Den wollte ich eigentlich gar nicht töten. Komm her, ich brauche Munition. So, ciao. Komm her. Toll. Ach komm jetzt. Puh, verdammte Axt. Ach, komm jetzt, echt. Ich hasse diese Marauder. Ich hasse diese Superdämonen. Die gehen mir so auf die Nüsse. Ah, der Marauder ist übrigens schon da, geil. Kein Treibstoff. Hervorragend. Ich raste aus, ey. Ach komm, ich hab keinen Bock mehr. Das regt mich auf. Das ist so ätzend einfach. Ah. Ich werde nie wieder auf den Chat hören, wenn es um Schwierigkeit oder sonst was geht. Das geht mir echt auf die Nerven gerade. So. Ah.
verschließen. So. Musste eben niesen. Das ist mega ätzend. Ach komm, ey. Vor allem, ich hab den Hund doch erwischt. Warum verreckt das scheiß Mistvieh nicht? Oh, das regt mich auf gerade echt. So, stirb. So, geht doch. Das Problem ist, wenn jetzt nochmal so eine Stelle kommt, dann habe ich keine BFG-Munition mehr. Und wir haben noch mindestens eine Kampfzone da unten. Gott, ist das ätzend. So. Ach ja. Ein Spaß. Ich wünschte nur, wir könnten das hier lesen. Was hier alles draufsteht, ist bestimmt interessant. Tja, mein Mekirianisch ist nur leider etwas eingerostet. Die Welt von Arjun Denua ist gefallen. Abgeschnitten fließt die Dämonenenergie nun nach Süden. Und die Gemeinschaft, die du einst kanntest, wurde durch die verdorbene Herrschaft der Maker ersetzt. So hätte es nicht enden müssen. Achso, da kommt noch was. Ich habe schnell was getrunken. Oh, ein Leben. Yay. Ah, Gott sei Dank. Hier ist ein Geheimnis. Ach nee. Okay, ich musste irgendwie rüber. Hallo? Komme ich hier hoch? Oh, schön, klar. Ich hasse es. Ja klar, mein Leben ist sofort weg. Ich flippe aus, echt. Ciao.
Na komm. Okay, ist der auch tot? Munition bitte, dankeschön. So. Wow, wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay. So, ist hier... Wow, ist hier irgendwas? Nee, ne? Sieht alles sehr verlassen und marode aus. Okay. Ich muss da drüben irgendwie hin. Zack. Zum Glück sind aber die Lichter alle noch an. Das finde ich sehr gut. Die haben extra Lichter für uns angelassen. Mich da hinten noch hin? Ja, ne? Ich glaube, ich komme jetzt hoch, ne? Ja. So, das heißt, ich muss jetzt aufpassen. Irgendwo da hinten ist ein Wächterpunkt. Ich flipp aus. Oh, ich habe das nicht gesehen, dass da die Viecher um mich rum waren, weil die unsichtbar waren. So, ciao. Ciao. Sehr gut. Haben wir das geklärt. So, dann einmal nach hinten durchlaufen. Das ist nämlich so ein toller Wächterpunkt. Den nehmen wir natürlich mit, ist ganz klar. Klack. Her mit dir. So. Haben wir das. So, das heißt, theoretisch muss ich jetzt weiter. Das heißt, wir müssen... hier runter. Und dann muss ich einmal umdrehen. Weil da gibt es eine Nachricht. Die Geschichte der Wächter, Teil 12. Die Wahrheit war für alle sichtbar. Die unheiligen Turmspitzen, die im Ödland aufragten, wurden von Maikir-Maschinen gespeist. Die Khan hatte Argen den nur verraten und ein Abkommen mit den Dämonen geschlossen, um ihre Essenz zu sammeln. Im Gegenzug gewährte sie ihnen Zutritt zu allen Welten und ihre Herrschaft. Es war eine Symbiose und der Dunkelheit stand Licht gegenüber. Denn wenn es einen Himmel gab, musste es auch eine Hölle geben. Die Gläubigen würden nach Urdag reisen und die Sünder würden in den feurigen Pfuhlen des Schattenreichs leiden. Kunde wurde in allen Kulturen und Welten getragen. Doch uns traf Schuld, denn es war unser Volk, unsere Priester und Gelehrten, die all dies erst möglich gemacht hatten.
Agenta-Sklaven hatten die dunklen Fabriken gebaut und unsere eigene uralte Geisterenergie half dabei, das Höllenelixier in den Wundertreibstoff umzuwandeln, der jetzt die Welt der Make-Hir und unsere eigene befeuerte. Die Wächter der Nacht verbreiteten die Wahrheit über das Unheil der Essenz überall dort, wo sie auf offene Ohren trafen. Wir hatten an diesem Zwiespalt mitgeholfen, also war es an uns, die Ausbreitung dieser Seuche zu verhindern, dieser neuen Daseinsart von Dunkel und Licht. Wenn wir auch uns selbst nicht mehr retten konnten, so doch wenigstens die Unschuldigen, deren Welten noch nicht im Bann der Maker-Göttin und ihren unsichtbaren Verbündeten aus der Höllendimension standen. Auch als die Wächter mit Berichten über Sklavenfabriken aus dem Schattenreich zurückkehrten, die die Seelen der Unschuldigen verdammen, lehnte sich das indoktrinierte Volk von Argentinur nicht gegen die Makers auf. Sie fühlten sich der dämonischen Essenz verpflichtet, und obwohl sich die Priester berieten, sahen sie keinen Anlass, etwas zu ändern. Die Boten wurden niedergeschlagen, da sie es gewagt hatten, sich gegen unsere Götter zu wenden, die uns so reich beschenkt hatten. Denn in ihrer unendlichen Weisheit hielten es die Makers schließlich für angemessen, dass die Gläubigen ihr Leben in Urdag von vorne beginnen konnten. Man fürchtete den Zorn der Allmutter, und lebenslange Ergebenheit wurde von dieser Revolte nicht ins Wanken gebracht. Es war einfach nur eine weitere Prüfung, eine Prüfung des Glaubens, um die herauszulesen, die ewigen Lebens in Urdag wirklich verdienten. Der Entschluss der Agenta stand fest. Die Wächter der Nacht bereiteten sich auf den nächsten Krieg vor, gegen ihre eigenen Brüder. Und unsere Armee hatte miterlebt, wozu die Dämonen fähig waren. Sie waren auf dem Pfad der Geister zurückgekehrt. Und auch wenn ihre Waffen ohne die Essenz an Stärke einbüßten, so waren sie doch rein und gerecht. Es gab eine Spaltung unter den Agenta. Die eine Seite stellte sich gegen die Lehre der Makers und die andere war fest in ihrem Glauben verwurzelt. Das erleuchtete Reich setzte sich aus den Gläubigen und Fehlgeleiteten zusammen, die sich an der unheiligen Höllenenergie und der Macht der Makers labten, und aus Plünderern, die sich auf die Seite der Khan geschlagen hatten. Die Wächter der Nacht fanden Unterstützung bei freien Agenta und dem mächtigen aller Killer, dem Slayer. Pläne und Taktiken wurden geschmiedet, die Wächter würden die Argent-Energiefabriken in Necroval, die Welt von Urdag direkt mit frischer Essenz versorgte, einnehmen und schließen. Sie würden den Fluss stoppen, die schlummernden Geister würden erwachen und Argent den nur Mut geben. Okay, sehr schön. So. Dann gibt es hier wieder einen Punkt. Jetzt ist die Frage, werden aus größerer Entfernung gesammelt? Gesundheit belandet, Pickup Blutschlag weiter auf. Ich bin irgendwie fast für mehr Gesundheit. Ich brauche mehr Gesundheit. So, Gesundheit verbessert. Klack. So, eben einen Schluck trinken. So, Kristallkönig. Mir fällt gerade was ein, wartet mal, ich habe doch hier noch, Anzug. Ich habe 19 Bretonpunkte übrigens. Die soll ich vielleicht mal ausgeben, fällt mir gerade ein. Dash füllt sich schneller wieder auf, höheres Tempo beim Hochziehen an Kanten. Frostbeulen, Schaden gegen angefrorenen Dämon ist erhöht. Ich nutze sie lustigerweise nie. Was nutze ich denn? Ich nutze die Dingens, Splittergranate. Feuer zweimal ohne nachzuladen.